Jetzt kommen sie alle. Was soll das? Was ist hier los? Hm. Okay. Jetzt wissen wir aber... Was, wo kommen alle hier auf einmal? Was ist hier los? Schluss. Sie wollen mich alle holen. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Echt. Ich hab nur ein Buch gelesen. Alter, was ist hier los? Oha, wie viele? Jetzt hört's mal auf. Ah, die Mantorok-Magie, beste. Nein, ich will das nicht lesen. Jetzt hör doch mal auf. Was? Du hast das in die Tür aufgelassen, da kommen die her. Ups, ach wohl, warum das? Es geht halt so auch nicht. Bitte mach das wieder zu. Hä, wer schwurbelt hier noch rum? Ich hör's hier doch schleimen. Hä, da hinten? Hä, warum? Okay. Stirb. Hör ich da nicht noch irgendwas lachen? Das kommt von dem Bild. Nicht das Lachen. Ich glaube, ich höre es auch. Ja, oder? Voll merkwürdig. Oh Mann. An den Wänden des Foyers befindet sich eine Art Ahnengalerie. Okay, Geschichten ist ne. Okay. Es hat einfach gelacht. Ach, Blochchen. Oh Mann. Aber komischerweise sind übrigens die Fenster geputzt, ne? Waren in der Vergangenheit ja so nicht. Ab in den Keller. Ein Flachwitz. Oh je. Oh je. Na gut. Da kommt was zum Lachen. Nee, bitte nicht. Erzähl einen Flachwitz. Was ist orange und geht viel spazieren? Eine Wanderine. Gut. Ich hab Schmerzen. Ich speichere. Da war er. Die Wanderine, Mensch. Ja, wir wandern hier auch die ganze Zeit rum. Was haben wir jetzt? Scheinbar genau 18... Hallo? Ach, scheiß doch drauf. Ich glaube 18 Stunden jetzt genau, scheinbar. Aber wir haben ein bisschen länger, weil wir aufgestorben sind. So, Stethoskop, was geht ab? Ein antikes Stethoskop aus Messing. Mit ihm wurde der Herzschlag eines Menschen abgehört. Es ist bestimmt an die 200 Jahre alt. Okay. Ja, aber... Dann mache ich es halt so. Mit dem Stethoskop... Warum manchmal so und manchmal Item? Mit dem Stethoskop ist Alex in der Lage, das Einrasten des Zahlenschlosses zu hören. Und im Safe zu öffnen, muss das Zahlenrad zunächst so lange nach rechts gedreht werden, bis das Zahlenschloss einrastet. Dann muss es nach links gedreht werden. Ich weiß, wie Schlösser funktionieren. Bis es wieder einrastet und schließlich wird es erneut nach rechts gedreht. Nach dem nächsten Einrasten lässt sich der Safe öffnen. So, ja. Oh mein Gott. Gut, also dann. Stopp. Okay. Ist auch ein Panzerknacker. Ja, natürlich. Ja, immer noch. R und A. Ist es nicht sogar wirklich eine Safe-Marke gewesen oder so? Keine Ahnung. Wann rastest du ein? Hallo? Hallo? Okay! Reset! Nochmal! Er ist der verlorene Bruder? Von den Panzerknackern oder was? Oh mein Gott. Aha!
Das war doch wieder zu weit, oder? Ich glaube, es muss genau pixelgenau stehen bleiben, leider. Glaube ich. Und das ist nervig. Passt schon. Geschafft. Hallo, hallo. Ach du Scheiße. Die Tür des Safes schwingt auf und enthüllt sein Innenleben. In den Fächern liegen wertvolle Gegenstände, die Edward dort deponiert hat. Soll Alex die Gegenstände an sich nehmen? Nee, eigentlich nicht. Tschüss. Ich geh jetzt nach Hause. Klar nehmen wir die. Was ist los hier? So, ja, ja, klar. Die Essenz von Chaturga. Geil. Eine Kurbel! Nein! Was? Brief von Edward. Es ist einfach... Und Kapitelseite Asche zu Asche. Es ist halt alles hier reingeballert. Auf einmal. Die finalen Gegenstände. Toll! Aha, was gibt's denn hier noch? A storm approaches, Augustus. A storm of metal and fire. And a torrent of souls along with it. Yes, I have seen a worthy sacrifice, I am sure. And one that will allow the greater guardian that resides below to finish its channeling. With this sacrifice of souls I make unto thee, Great One, the gate shall be ready to be opened, and your freedom shall be at hand. Oh, was war das wohl? Warum? 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 Oh Mann. So, wir haben alles. Sag mal. Ruckelt das Game da eigentlich? Das stottert doch hier rum, wenn ich hier rumrenne, oder? Bitte sag mir, das ist ein OBS. Das, ich sehe es die ganze Zeit hier schon so komisch rumruckeln. Bitte sag mir, das ist ein OBS irgendwie. Nee, ihr habt auch kleine Stotterer. Weniger als in OBS, aber ich habe auch welche, das nervt mich. Aber gab ja auch wieder ein Windows-Update. Vielleicht liegt es wieder daran, keine Ahnung. Ich glaube, das ist Twitch. Nee, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist hier wieder Avamedia und so. Und das ist hier wieder, oder irgendwas. Das ist hier wieder irgendwas, was Müll ist. Technik immer, echt, regt mich nur noch auf irgendwie. Das ist mir so egal jetzt einfach. Das lasse ich halt jetzt so. Ich kann ja nicht mal. Okay, warte mal ganz kurz. Machen wir ganz kurz so. Fängt sich's wieder? Oh ja, tatsächlich. Oh ja, tatsächlich. Ja, okay, cool. Hey, aber es ist keine PS4. Ja. Hör mir auf. Hör mir auf. Hey, Kappa, Kappa, hey, Kappa, Kappa, hey. Das ist furchtbar. Echt, ja. Macht nur Probleme. Technik, die begeistert. Mindestens. So, ich speichere jetzt hier nochmal ab. So. Und dann lesen wir ja einfach mal die letzte Seite. Kapitelseite Asche zu Asche. Oder sollen wir das mit der Kurbel erst machen? Sie muss Teil einer Antiquität sein. Nee, das ist Teil eines, hier. Observatorium. Es wird uns wahrscheinlich aber nicht mal viel bringen. Wir können es zwar machen, aber wir wissen ja nichts. Na, scheiße. Ey, hier sind Viecher? Ich mag meine PS4, ich meine auch. Es ist schön. Ich will sie auch mögen. Sie ist aber scheiße. Die Spiele sind ja geil. Aber die Soft- und Hardware ist kacke. Ist einfach so.
Aber ich will jetzt nicht über die PS4 reden, echt nicht. Es reicht einfach nur PlayStation 4 Probleme zu googeln, dann wisst ihr Bescheid. Ja. Gut. Spiegel justieren, ja. Das kann man machen jetzt endlich, aber wir wissen ja natürlich nicht, in welche Richtung. Ja. Das wissen wir natürlich alles noch gar nicht. Deswegen wird das noch nicht klappen. Vor allem, da bewegt sich ja auch ein Scheißhaufen auch immer noch, obwohl wir zwei Kurbeln haben. Ja, komm. Ab geht's, letzte Seite. Auf geht's. Wherever disaster and death lurk, there is likely to be an ancient just beyond our senses. Waiting. They prey on our misfortune and exploit it toward their own twisted ends. When hundreds of oil fields are set ablaze on the heels of war, the ancient's grip tightens, knowing that lives will be forfeit and resources squandered. But a few people make a difference. People like Michael Edwards, a Canadian industrial firefighter hired to put an end to the insanity at the end of the war. Ironically for him, the insanity was just beginning. Wir spielen jetzt einen Feuerwehrmann? Was? How's the temperature in there? It's hotter than hell here. I'm getting a little nervous about this one. It feels more out of control than the others. More powerful. I don't know how else to describe it. This is the safest way to blow out these things. You've done this enough to know that. By the numbers, it's all good. Just relax. The silicon cloth and the water spray are there, so you're probably right. We've got 500 pounds of 80% nitroglycerin-grade dynamite all in place. We're good to go. Edwards, you can pull your team back now. Get your team to a safe distance and we'll try to kill the fire. Sure thing. Coming back now. We're getting a pressure increase at the well cap. It's gonna tear itself apart. Hurry! Get your team out of... McCormick, Patterson, all gone. Looks like they've been buried alive under tons of concrete. Take this. Guard it well. Many have perished for it. Take it. Take it to the ruins of Enga. At the ruins, a gathering of light. You want me to take this to some ruins under a house in Rhode Island? Take it. Save us. All. Okay. 1991, also die früheste Story, ne, weil hier Alex spielt ja im Jahr 2000, die Gegenwart halt so halt. Interessant, also hier bekommen wir dann das letzte Artefakt, dann hat Alex also alle drei und dann müssen wir wahrscheinlich wieder runter, dann müssen wir die drei platzieren und dann ist rum. Ich sehe hier ein Muster. Das ist ja sehr interessant. Wir sind jetzt einfach ein Feuerwehrmann im 1991 und das hier ist doch wieder dieser komische Seelenturm. Faszinierend. So, um was geht's denn hier eigentlich?
Habe ich hier eine Frage verpatzt? Kommes Wolf, da gewinnt er wieder. Voll auffällig. Er ist wirklich so. Ist wirklich so. Irgendwas stimmt mit Wolf nicht. Was ist eigentlich eure Lieblingskonsole über die Jahre? Handhelds eingeschlossen. Oh! Ja? Da muss ich ja fast... Also, wenn ich jetzt... Also, schwierig, gell? Eigentlich würde ich sagen... Also wenn ich jetzt davon die letzten Jahre, wenn ich jetzt davon ausgehe, wo ich auf am meisten gezockt habe jetzt die letzten Jahre, dann ist es definitiv die Switch. Ja, und die liebe ich auch sehr. Das ist einfach so. Und eigentlich liebe ich ja auch die GameCube oder die GameCube-Games davon. Ich bin aber jetzt auch im Moment wieder ein sehr großer Fan der PS3 geworden. Darum würde ich jetzt einfach mal sagen, Switch, PS3, GameCube zum jetzigen Stand. So Top 3. Ja, genau. Von Platz 1 bis 3. Switch, PS3, GameCube, würde ich jetzt im Moment sagen. Und ja. Auf jeden Fall Switch auch ganz weit oben, weil sie echt cool ist. Mag ich sehr gerne. Habe sehr, 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 sehr viel darauf gespielt. Ja, PS3 habe ich wieder extrem lieben gelernt auch. Auch wieder auch sehr nostalgisch, weil ich da viel gespielt habe, die Spiele. Und die Plattform, die Hardware ist einfach so gut. Und GameCube sowieso durch die GameCube an sich. Und halt auch die ganzen GameCube-Games. Siehe hier, Eternal Darkness. Sehr geiles Game an sich. Ich glaube, es sind meine Top 3 und es werden wahrscheinlich immer meine Top 3 bleiben. Ja. So, das würde ich mal sagen. Das wäre so bei mir so. Ja. Und vielleicht wechseln sich PS3 und GameCube hier und da mal ab. Aber Switch im Moment auf jeden Fall auch ganz oben, weil ich da echt die letzten Jahre so viel gespielt habe. So, jetzt aber. Mike spürt instinktiv die Gefahr und schützt seine Hände mit Hilfe seiner Jacke vor der heimtückischen Magie. Vorsichtig hebt er das Artefakt vom Boden auf. Essenz von Ulian. Ulian! Wir haben wieder einen Zahn. Und schon wieder das! Ha! Warum hat er das mit seinen Händen vorsichtig aufgehoben? Er hat es doch vor seiner Fresse gehabt, ist doch zu ihm hingeflogen. Okay. Ja, genau! Haben wir überhaupt eine Waffe? Warum sind wir eigentlich so muskelbepackt? Das ist ja hier... Nicer Dude. Eine Feuerwehr-Axt. Voll gut. Aua. Hören Sie auf damit. Bei Blöberchen ist PS4. Ach echt? Nicht mal deine Switch auch? Interessant dann auch. Wenn wir von Lieblingskonsolen reden, bei mir sind es PS5, dann PC und Switch. Ja, PC, weißt? Wollen wir jetzt echt einen PC mitrechnen? Ich meine, Mama hat jetzt selber PC gesagt, aber PC ist ja halt auch keine Konsole faktisch, oder? Also, das ist ja geschummelt, finde ich. Ist ja voll keine Konsole. Er war vorher bestimmt noch pumpen. Echt so? Nein, vor der Switch kommt sogar noch Sega. Hä? Warum? Was? Das überrascht mich hart. Magst du die Switch gar nicht so gerne, Blubberchen, oder wie? Voll unerwartet. Sega? Was? Was? Stimmt, und Handys sind auch keine Wecker. Ja, was? Ist ja so auch, was? Aber gut, ja, okay. Also wenn du gut alle Plattformen willst, dann... Aber Malmais Frage. Ja, sag dir nur, was Malmai gefragt hat. Konsolen mit Handhelds, naja, und PC ist in meinen Augen mal keine Konsole. PC zählt natürlich, weiß ich nicht. Dann müsstest du fragen, auf welchen Plattformen zockt ihr am liebsten. Dann passt's wieder. Aber egal. ich spiele sowieso, also PC ist bei mir sowieso niemals dabei. Dafür spiele ich gar nicht auf dem PC so gut wie und überhaupt und sowieso. Jetzt ist der geht und der Geschäft schläft nicht. Richtig, richtig.
PS5 auf jeden Fall sehr interessant bei euch, ja. PS5, PC, Switch, super interessant. Aber Blubber, das überrascht mich jetzt doch bei dir. Warum ist die Switch, findest du die nicht so toll? Also, das wundert mich. Kannst du das erklären, warum bei dir die Switch gar nicht dabei ist? PS4, ja, okay, cool. Aber dass du direkt dann Sega nennst, ist krass auch. Ist es dann wegen so nostalgischen Dingen, oder? Ein ausgetrockneter Körper in einer wüstentauglichen Uniform liegt ausgebreitet auf dem Boden des Tempels. Neben ihm liegt ein Gewehr, eine Pistole und eine Anzahl Munition. Scheinbar ist der Soldat zum Kämpfen hierher gekommen. Ja, die nehmen wir. Junge, einfach ein Maschinengewehr. Was geht denn jetzt ab? Einfach ein Shooter jetzt. Einfach Call of Duty jetzt. Geht denn jetzt ab? Was ist denn jetzt los? Ja gut, gehen wir mal weiter, oder was, oder wie, oder wer? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Hey, wir haben noch nicht das Tome, ne? Of Eternal Darkness, ach komm, Alter, wir haben's doch, oder? Komm, wir rattern da jetzt mal durch. Das ist eine Einzelschusswaffe? Hä, ist ja gar nicht so. Was treiben Sachen? Hallo, wieso kann ich das... Das ist ein fettes Maschinengewehr. Warum ratterst du nicht los? Das ist die schlechteste Waffe, die ich je gesehen habe. Oder der schlechteste Schütze, den ich je gesehen habe. Ja, dann spiel mit deiner Axt rum. Wir müssen gehen. Ich hoffe, ich muss es nicht besiegen. Ich will das nicht besiegen. Was ist das? Ein Loch. Ab ins Loch. Tschüss. Hilfe. Ohne dem Buch können wir nichts. Wir müssen erstmal dahin, wo das Buch ist, echt? Trapper. Den müssen wir erschießen. Ach du Kacke, wir gehen jetzt hier mal hoch. Das ist halt ein Peng-Peng und keine Ratatatat. Ja, das ist doch voll blöd. Ach, hier sind wir. Was ist das? Was ist das? Auf einem hüfthohen Sockel liegt ein Goldamulett. Amulett. Sehen in meiner Welt anders aus, aber okay. Tschüss. Nein. Tschüss. Tschüss. Was ist das? Nichts. Okay, cool. Tschüss. Ah. Alter. Nein. Oh Gott. Hilfe? Scheiße! Ach komm! Jetzt fängt das Spiel wieder mit Spamming an, oder was? Was ist denn das? Hier wieder voll die Gegner-Spammerei am Start. Geil. Nein! Hä? Wieso habe ich nichts mehr in der Hand? Upsi. Ich kann nicht mal den Kopf abschießen? Wir müssen gehen. Wir müssen einfach irgendwo hin. Ich weiß nur noch nicht wohin. Hä? Wo sind wir? Ich brauche das Buch. Wir haben das Buch wirklich nicht, gell? Nee. Ich brauche das Buch. Was ist denn das? Aua! Ich komme hier nicht vorbei. Hä? Hey, es geht so nicht. Okay. Hä? Sag mir nicht, ich muss. Nee, ich muss doch nicht die Gegner besiegen einfach. Hä? Ich habe ja gar keine Sanity mehr und nichts. Habe ich überhaupt gespeichert? Scheiße, echt? Scheiße, wann habe ich zuletzt gespeichert? Das machen wir mal jetzt, auch wenn wir komplett im... Wie geht nicht? Okay. Warte! Hä?
Das sind alles kleine Actionfiguren. Das war ja witzig. Kann ich das hier zufällig einsetzen? Aber da ist ja Magie dazwischen, ich meine. Dies scheint eine runde Glaslinie zu sein, die am Rand mit Juwelen besetzt ist. An einer Seite befindet sich eine Halterung, die darauf schließen lässt, dass diese Linse einmal irgendwo befestigt war. Glückwunsch. Das war klar. Na gut, dann nicht. Scheiße. Hilfe. Ich bin ein bisschen am Arsch. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Boah, das ist ja ein ganz großer Krampf. Wir müssen gehen. Wir müssen den Weg finden. Es wäre so schön. Hilfe, Hilfe. Keine Wege. Nee, nee. Ach du Scheiße. Hä? Hep. 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 Hibbidi hobbidi bam. Zack. 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 Jawollo. Da ist ja Motte. Ja, aber die will nicht kuscheln. So, und hier? Upp. Bep. Das sind wenigstens kleine Popel, weißt du? Das geht ja noch hier alles. Zack. So. Hervorragend. Du auch noch. Wahnsinn. Kann ich hier jetzt speichern? Alle Gefahren gebannt. 1991, 18 Stunden. Hä? Jetzt schreit er auch noch rum. Hier ist nichts. Okay, schade. Und hier ist halt auch nichts. Irgendwo müssen wir doch eigentlich das blöde Buch bekommen. Was? Da liegt doch halt eigentlich voll was auf dem Sockel, aber scheinbar liegt da nichts auf dem Sockel. Ich verstehe das nicht. Wie sollen wir die kaputt machen? Okay, witzig, ich kann sie wirklich klatschen. Was mich ein bisschen wundert. Was ist denn jetzt los? Ich konnte mich gar nicht bewegen. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Stimmt, hier sind wir gar nicht weitergegangen, kann das sein? Ich glaube, ich habe sofort die Leiter benutzt. Ich höre schon wieder Trapper. Oh, scheiße, da ist er ja schon. Genau vor ihm ist auch der Trappy. Trappy! Claptrap. Sehr gut. Jetzt wieder die Axt. Im Walde. Ja! Weg mit deinem Kopf. Den brauchst du nicht mehr. Dann wird hier zerhackstückelt. Und dann ist hier noch eine Leiter. Wo geht's dann hier hin noch? Ganz schön gefährlich hier. Ich speede da durch, ey. Dabei haben wir noch gar nicht alles. Hier vielleicht? Was ist... what the fuck? Dies scheint ein maßstabgetreues Modell der Umgebung zu sein. Es ist aus Ton gebrannt und wirkt zerbrechlich. Einige der Gebäude sind mit einer reflektierenden Glasur überzogen. Ja, so ein typisches Uncharted-Rätsel jetzt. Tut dir was weh? Hast du dir gerade den Zeh gestoßen? Oder auch Indiana Jones, ehrlich gesagt. Das eigentlich ist auch so ein Indiana Jones-Rätsel. Vor dem Modell befindet sich eine Vertiefung im Boden. Vielleicht kann dort etwas eingesetzt werden. Ja, ein Stab mit einem Spiegel dran, nicht wahr? Wir müssen noch den Stab finden in dem Fall. Faszinierend. Ja, das ist komplett Indiana Jones. Und Uncharted. Aber Indy war zuerst da. So, dann nehmen wir die Leiter mal. Hallo, hallo. Ihr könnt auch liegen bleiben. Echt, ihr müsst nicht aufstehen. Wirklich, wegen mir nicht.